Ja, welche Aufgaben hat eigentlich ein Affiliate-Marketing-Manager? Dazu habe ich mir mal einige Gedanken gemacht und insgesamt 10 Aufgabengebiete herausgefunden, ja, welche so ein Affiliate-Marketing-Manager Tag für Tag zu bewältigen hat. Tätigkeit Nummer 1, als Affiliate-Marketing-Manager bist du verantwortlicher Angestellter in den meisten Fällen für die Partnerprogramme natürlich, also für deine Firma, die Produkte anbietet und diese dann über Affiliates vermarktet. Du bist quasi die Schnittstelle von Technik, Marketing und Vertrieb von Produkten. Zweitens, du bist verantwortlich für das Controlling, für die Analyse und für das Reporting des gesamten Affiliate-Marketing-Konzeptes. Drittens ist eine wichtige Aufgabe die Optimierung von Affiliate-Marketing-IT-Systemen. Das heißt, auch die technische Infrastruktur, die dahinter steckt, muss natürlich betreut werden und da bist du maßgeblich mit dran beteiligt. Viertens, die Erstellung von Werbemitteln für die Affiliates, also für deine Publisher quasi. Das heißt, E-Mail-Texte entwerfen, Blogbeiträge verfassen, Werbebanner erstellen, Social-Media-Post-Texte, also alles, was dazugehört, an Werbemitteln, ganz, ganz wichtig. Je höherwertiger die Werbemittel, desto einfacher ist es natürlich auch für die Affiliates, die Produktverkäufe nach oben zu treiben. Fünftens, du bist auch der Berater, der persönliche Berater für die Affiliates, um mehr Sales zu generieren. Das heißt, du hast auch eine gewisse Support-Funktion. Ganz wichtig, wird leider von vielen öfter vernachlässigt, aber du bist auch wirklich der Ansprechpartner Nummer 1 bzw. dein Team, um die Affiliates bestmöglich zu unterstützen. Sechstens, die Koordinierung von Affiliate-Marketing-Einnahmen und Auszahlungen an die Affiliates. Natürlich auch die Zahlungsströme wollen kontrolliert sein und natürlich koordiniert werden, ganz wichtig. Dann siebtens das Affiliate-Link-Tracking, um weitere Informationen über Klickverhalten herauszubekommen. Wie viele Klicks hat dieser Affiliate-Link generiert und die ganzen Statistiken anhand von speziellen Analyse-Tools, die dahinter stecken. Dann achtens die Entwicklung von Konditions-, Provisions- und Vertriebsmodellen. Natürlich auch die Höhe der Vergütung an die Affiliates. Gibst du den Affiliates 20%, vielleicht 25% auf Abonnementprodukte, Monatsabos, 50% bei digitalen Infoprodukten, dann auf Einmalzahlungen zum Beispiel. Bei physischen Produkten sind die viele Provisionen wesentlich geringer, wie man ja auch bei Amazon dann sieht. Das muss man halt auch individuell festlegen, welches Modell dort am besten passt. Neuntens, die Initiierung von Sonderaktionen. Das heißt zum Beispiel Gutscheinmanagement, diese Voucher-Dinger, die man überall sieht, wo man wirklich auch Umsätze pushen möchte und die Affiliates weiter motivieren möchte. Da sind solche Sonderaktionen immer eine sinnvolle Maßnahme. Das ist die Tätigkeit Nummer 9. Zehntens und letztens, du brauchst natürlich auch wie ein Online-Marketing-Manager oder Social-Media-Manager natürlich auch absolutes Fundament in Online-Marketing, ist ganz klar. Also Know-how in Suchmaschinenoptimierung, zum Beispiel Content-Management-System, Social-Media-Content-Management. Dann natürlich musst du dich auskennen auf Preisportalen, im Display-Advertisement, E-Mail-Marketing natürlich, Affiliate-Netzwerke natürlich. Wenn du Affiliate-Marketing-Manager bist, musst du dich in den ganz großen Affiliate-Netzwerken, Affiliate-Marketing-Netzwerken natürlich auch auskennen. Und natürlich das Thema Conversion-Optimierung. Wie verknüpfe ich zum Beispiel Affiliate-Marketing mit E-Mail-Marketing, generiere täglich Leads und verwandle die in Affiliates und auch in zahlende Kunden etc. Das sind ganz wichtige Themen. Ja, das sind so die 10 Aufgabengebiete, die für einen Affiliate-Marketing-Manager unerlässlich sind. Welche Tätigkeiten fallen euch noch ein? Postet das hier bitte unter Video. Ich bin gespannt, welche Tätigkeiten ihr vielleicht aus eurer eigenen Erfahrung noch her mitzugeben habt. Ansonsten freue ich mich auf einen Daumen von euch nach oben. Viele Grüße hier aus Finnland. Alles Gute, euer Christian Weckler. Ciao, ciao.